Willkommen in der Neferoma-Küche. Hallo, ich bin Roman. Ihr kennt mich als Teilnehmer von The Taste. Ich zeige euch, wie ihr den maximalen Geschmack und das beste Aroma aus euren Lieblingsgerichten zaubern könnt. Unsere Reise bringt uns heute wieder zurück in das wunderschöne Italien. Wir machen ein sogenanntes Avanzi Focaccia, also eine Focaccia aus Resten mit Dinkelmehl, Tomaten, Zitronen, Basilikum und Haselnüssen. Und als besonderes Highlight und ganz speziellen Twist kandieren wir die Zitronen. Wir werden also alles verwenden, was wir auch schon in unserer ersten Folge für unser italienisches Hähnchen verwendet haben und sind somit restlos glücklich. Dieses Rezept ist so wunderbar einfach und trotzdem ein Gaumenschmaus der Extraklasse, eben typisch italienisch. Die meisten von euch haben die Zutaten noch vom ersten Rezept oder sowieso immer zu Hause. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Probiert es aus und lasst euch überraschen. Durch die Gärstufe unseres Neff-Backofens bekommt ihr immer einen tollen Hefeteig hin. Die Focaccia hat ihren Ursprung übrigens schon in der Zeit des antiken Roms und wurde in der Provinz Ligurien erfunden. Wir machen heute eine Focaccia mit Dinkelmehl. Das ist gesünder und bekömmlicher als das herkömmliche Weizenmehl. Und wir belegen sie mit den Zutaten von unserem italienischen Hähnchenrezept aus der ersten Folge. Die wichtigsten Zutaten für unsere Focaccia: Dinkelmehl. Dinkel enthält etwas mehr Eiweiß, Magnesium, Zink und Eisen als Weizen. Lauwarmes Wasser, trockene Hefe, Olivenöl, Ahornsirup, Zitrone, bunte Tomaten, Rosmarin und Haselnüsse aus dem Piemont. Diese schmecken etwas süßlicher und feiner als normale Haselnüsse. Die komplette Zutatenliste mit allen Mengenangaben findet ihr im Rezept unten in der Beschreibung. Als erstes siebt ihr das Mehl in eine Schüssel. Durch das Sieb kommt Luft unter das Mehl. Das habe ich mir schon mal vorbereitet. Dann fügt ihr lauwarmes Wasser, die Hefe und den Ahornsirup dazu. Ihr könnt auch Zucker oder Honig nehmen. Aus meiner Zeit in Kanada bin ich allerdings ein absoluter Ahornsirup-Fan. Jetzt alles in etwa 7 Minuten bei niedriger Stufe der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte sich vom Schüsselrand lösen und seidig glänzen. Nach dem Kneten den Teig in der Schüssel in unseren Variosteam-Backofen mit Gärstufe 2 für 20 Minuten gehen lassen. Die Gärstufe verschafft dem Teig das perfekte Umfeld. Bei der optimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann er sein Volumen verdoppeln und bekommt keine Zugluft. Wenn ihr keinen Backofen mit Gärstufe besitzt, dann lasst den Teig zugedeckt an einem warmen Ort für ca. 30 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Wir nehmen den Teig aus dem Backofen, legen ein Backblech mit Backpapier aus. Ein kleiner Tipp: Falls das Backblech auf der Arbeitsfläche recht rutscht, legt ein feuchtes Tuch darunter. Jetzt wird der weiche Teig vorsichtig mit einer Karte aus der Schüssel geholt und kommt direkt auf das Backblech. Die Finger mit etwas Mehl bestäuben, damit der Teig nicht an den Händen klebt. Und vorsichtig in Form bringen. Der Teig kommt jetzt nochmal für 20 Minuten bei Gärstufe 2 in den Backofen. Während unser Focaccia-Teig Fahrt aufnimmt und immer fluffiger wird, wenden wir uns jetzt der Zitrone zu. Wir kandieren die Zitronen leicht, bevor wir sie auf unser Focaccia legen. Damit bekommen wir ein wunderbar frisches und süßes Aroma auf unser Brot. Hier rechts im Bild seht ihr wieder unser Aromaprofil eingeblendet, das euch zeigt, welche einzelnen Zutaten welche Geschmackskomponente für unser Gericht mitbringt bzw. intensiviert. Wir unterscheiden dabei die 5 Basisgeschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, bitter und umami. So, zurück zu unserem Rezept. Für die kandierten Zitronen kochen wir das Wasser auf und geben den Zucker hinein und lassen das Ganze kurz köcheln, bis es etwas anliegt. Dann geben wir unsere fein geschnittenen Zitronenscheiben für 2 Minuten dazu und lassen sie leise im Zuckersirup köcheln. Nach dieser Zeit legen wir sie auf den Rost, den ich auf ein Backblech stelle, damit die Arbeitsfläche sauber bleibt, und lassen sie abtropfen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Tomaten waschen und halbieren, den Rosmarin zupfen oder euch ein Glas von unserem Signature Drink zubereiten. Unser Focaccia hat nun den zweiten Saunagang hinter sich und ist bereit für unser Topping. Als erstes drücken wir mit bemehlten Fingerspitzen Löcher hinein und begießen die Focaccia großzügig mit Olivenöl. In die mit Öl gefüllten Löcher kommen Basilikum, Tomaten, Haselnüsse. Jetzt werden wir noch Rosmarinnadeln drauf verteilen. Die kandierten Zitronenscheiben verteilen wir so über unsere Focaccia,
dass wir möglichst mit jedem Bissen etwas davon abbekommen. Großkörniges Salz darf auf keinen Fall fehlen, das ist wichtig, denn so entsteht das optimale Geschmackserlebnis. Salzig, süß, bitter. Und Olivenöl bringt uns alle Aromen zusammen. So, unser Focaccia ist nun fertig belegt. Wir haben uns heute für eine vegetarische Variante entschieden mit Tomaten und mit kandierten Zitronen. Wenn ihr aber zu Hause etwas Herzhafteres haben möchtet, könnt ihr jederzeit auch mit Parmaschinken arbeiten, mit Hühnchen oder auch Mortadella, Oliven. Alles, was ihr zu Hause noch im Kühlschrank findet, könnt ihr gerne auf euer Focaccia drauf machen. Und das Tolle, egal was ihr drauf tut, es wird immer wunderbar schmecken. Zum Backen vom Brot wird der Neff VarioSteam Backofen vorgeheizt. Ich wähle die Heizart Brotbackstufe. Sie hat eine starke Unterhitze kombiniert mit Zirkotherm-Heißluft. Die Brotbackstufe bietet ideale Bedingungen zum Brotbacken. Sie verhindert, dass der Teig zerfließt oder das Brot austrocknet und sorgt am Schluss für eine schöne knusprige Kruste. Damit die Krume auch so richtig fein und fluffig wird, schalten wir schon beim Aufheizen die Dampfzugabe stark hinzu. Die Temperatur ist 200 Grad. Man erkennt am roten Balken, wie weit der Neff-Backofen aufgeheizt ist. Wenn er ganz durchgeht, ist die gewünschte Temperatur erreicht. Die Focaccia wird für 15 Minuten gebacken. Jetzt schalten wir unsere Dampfzugabe aus, öffnen kurz die Tür, lassen den Dampf entweichen und backen es bei 200 Grad für 7 Minuten fertig. Unsere wunderbar saftige und krosse Focaccia ist nun fertig. Mmh, wie das duftet! Wir richten das Ganze auf einem Holzbrett an und träufeln noch etwas Olivenöl drüber und dann guten Appetit! Am besten ganz frisch, noch lauwarm genießen und von Bella Italia träumen. Wenn ihr von dieser wunderbaren Welt der Aromen genauso wenig genug kriegen könnt wie ich, dann schaut wieder in unsere Neff Aromaküche vorbei. Denn die Geschmacksklaviatur ist noch lange nicht zu Ende bespielt. Wir haben noch viele weitere köstliche Gerichte für euch, die ihr unbedingt kennenlernen müsst. Geschmacksexplosionen garantiert. Ich freue mich auf euch. Hat euch das Rezept gefallen? Hinterlasst doch einen Kommentar oder postet eure Fotos oder Videos von euren Ergebnissen mit dem Hashtag Aromen auf Instagram. Ich gönne mir jetzt noch den Neff Signature Drink, den müsst ihr auch unbedingt probieren. Cheers, Rob! Salut, den haben wir uns jetzt verliehen. So ist es. Das Rezept zum Drink für unsere Focaccia und alle Infos zu den Backöfen von Neff, mit dem wir dieses wunderbare Gericht zubereitet haben, findet ihr unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt unseren Kanal für alle Rezepte. Und hier gibt's noch ein interessantes Video von Neff. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke drücken. Bis bald, euer Roman.